Im Handel gibt es natürlich eine Fülle von Dachboxen. Verschiedene Ausführungen, verschiedene Komfortfeatures, die Sie daran finden. Ganz wichtig, es sollten geprüfte Dachboxen sein. Das erkennen Sie beispielsweise an dem GS-Zeichen, das steht für geprüfte Sicherheit. Dann wurde so eine Dachbox von einem unabhängigen Testhaus auf Herz und Nieren, was die Sicherheit anbelangt, überprüft. Dann ganz wichtig, eine Dachbox sollte idealerweise von beiden Seiten zu beladen sein. Das ist immer ganz wichtig, weil je nachdem, wie Sie das Auto parken, Sie sollten das Beladen immer zur verkehrabgewandten Seite tun. Das heißt, dass Sie also nicht mit dem Rücken im Verkehr hängen. Dann gibt es noch eine Menge Komfortdetails, die die Boxen haben. Einige haben sehr praktische Verschlüsse, wo Sie dann beispielsweise mit Krallen sie ganz sehr schnell am Dachträger fixieren können. Dann alles sollte abschließbar sein, damit Sie, wenn Sie auf großer Fahrt sind, nicht jemanden abstellen müssen, der dann auf dem Rastplatz neben dem Auto steht und guckt, dass Ihnen die Dachbox nicht geklaut wird. So, ich denke, das sind so die ersten kleinen Tipps vorweg. Und jetzt würde ich sagen, legen wir mal los und ich zeige Ihnen mal, was zu beachten ist. Einmal beim Montieren und später beim Beladen der Dachbox. Ganz wichtig ist natürlich auch, idealerweise sollte ein zweites Paar helfende Hände dabei sein, weil dann geht das ganze Montieren viel, viel leichter von der Hand. So. Einmal. So. Einmal ziehen. Wunderbar. So. Da greift man nicht richtig. So. Einmal. Sie können jetzt auch fixieren. Brauche ich den Schlüssel? Ja, erstmal, dass der unten schön greift. Ja, sitzt gut. Genau. Und dann wird hier zugemacht. Wichtig ist natürlich auch wirklich, dass die Grundträger und auch die Dachbox abschließbar sind, damit Sie dann wirklich auch niemanden auf Streife schicken müssen, wenn Ihr Fahrzeug mal irgendwo auf dem Rastplatz steht. Und ganz wichtig, der Abstand der Grundträger, der ist in der Bedienungsanleitung von der Dachbox vorgegeben, damit sie dann später auch sicher von den Orientierungen sitzen kann. Würde ich sagen, dann einmal nach oben. Gut. So. Dann einmal links ran und hier oben aufsetzen. Genau. Das ist eine ideale Hose. Also bei mir ist es nicht. So. Einmal. Ja, jetzt ist es noch ganz wichtig, die Box muss jetzt, bevor wir sie festschrauben, erstmal justiert werden. Das heißt, die Heckklappe muss noch einwandfrei zu öffnen sein, damit sie an ihr Gepäck kommen. Und sie sollte möglichst wirklich gerade auf dem Fahrzeug aufsitzen. Ja. Hilfreich ist in dem Zusammenhang auch immer, dass man sich an so Sachen orientiert, wie zum Beispiel der Heckantenne oder vorne am Innenspiegel. Das ist so immer die Mitte des Autos und wenn man die Box danach ausrichtet, dann sitzt sie in der Regel auch gerade. Jetzt schauen wir mal, ob die Heckklappe aufgeht. Das funktioniert einwandfrei. Und die Box steht auch sauber in der Mitte. So, jetzt heißt es, die Box richtig fixieren. Das ist jetzt hier bei dieser Box sehr einfach gelöst. Hier haben wir einfach zwei Krallen, die sich sozusagen an den Grundträger festziehen. Das ist eine sehr komfortable Lösung. Ganz wichtig aber ist natürlich jetzt Sorgfalt walten zu lassen beim Beladen der Box. Die schweren Sachen gehören grundsätzlich in die Mitte. Leichtere, beispielsweise auch Decken oder
oder Kleidungsstücke vorn und hinten zum Kompensieren. Und immer ganz wichtig, alles gut sichern. Es gibt hier genügend Verzurrösen und mit solchen Bändern können Sie das wirklich sehr sicher, und das sollte man auch wirklich machen, fixieren. Ich habe aber doch noch zwei Tipps. Erster Tipp, bitte nach 30 Kilometern ungefähr kurz stoppen und den sicheren Sitz vom Grundträger und von der Dachbox nochmal überprüfen. Und es gibt so wunderbare kleine Aufkleber, die man sich hier aufs Lenkrad machen sollte, um zu sehen, hallo, ich fahre mit einer Dachbox durch die Lande. Bei manchen ist es schon schief gegangen, wer dann versucht, in die Tiefgarage zu kommen. Dann wird es echt knapp. Ich wünsche Ihnen gute Fahrt in den Wintersport und vielleicht bis demnächst bei uns auf dem Videokalender. Bis dann. Tschüss.